das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Die Stahlindustrie gehört seit dem industriellen Beginn in Deutschland zu Deutschland wie kaum eine andere Industrie. Jeder kann sich das vorstellen, und der ein oder andere von Ihnen wird auch schon in Stahlwerken gewesen sein. Ich mache das regelmäßig und bin immer wieder davon fasziniert. Deutschland ist der größte Stahlhersteller in Europa. Wir stellen rund 43 Millionen Tonnen Stahl in Deutschland her. In ganz Europa werden 112 Millionen Tonnen hergestellt. Das zeigt, dass wir nach wie vor auch sehr wettbewerbsfähig sind. Und wir haben einen Exportanteil von immerhin 20% bei unserem Stahl. Auch das zeigt, dass wir wettbewerbsfähig sind. Wir sind deswegen wettbewerbsfähig, weil die Stahlindustrie eben nicht eine uralte Industrie wie der ein oder andere, der sie lieber los wäre, glauben macht. Nein, weil die Stahlindustrie Spezialstähle herstellt, Legierungen herstellt, die andere Länder nicht herstellen können. Weil wir eben intensive Forschung betrieben haben im Bereich des Stahls und weil wir dort dafür gesorgt haben, dass wir Wettbewerbsvorsprünge haben, und Gott sei Dank ist das so. Wir importieren rund 1,6 Millionen Tonnen Stahl aus China. Das sind aber in aller Regel Billigstähle, Flachstähle bzw. Baustähle, die in Deutschland nur noch schwer herstellbar sind. Die Stahlproduktion ist aber ein elementarer Anteil der Wertschöpfungsketten in Deutschland. Wenn wir nicht wirklich von vornherein alle Stähle produzieren, dann werden andere Bereiche weggehen. Es gibt in Sachsen Stahlwerke, die stellen Kurbelwellen für Schiffe her. Eine Kurbelwelle, 28 Meter lang und 45 Tonnen schwer. Das kann man nicht so ganz einfach wegtun aus Deutschland. Wenn wir das weglassen, dann wird auch die Schiffsproduktion unter Umständen dann woanders passieren. Und es gibt viele, viele andere Beispiele dieser Art, dass gerade mit den Spezialstellen, die wir für die Industrie herstellen, die Wertschöpfungsketten beginnen. Und wenn die nicht mehr in Deutschland sind, dann geht alles andere auch weg. Die Stahlindustrie, meine Damen und Herren, beschäftigt 90.000 Menschen in Deutschland und 330.000 Menschen in Europa. Hubertus Heil hat das schon gesagt. Und es hängen aber viel mehr Arbeitsplätze dahinten dran, weil eben in den Wertschöpfungsketten die Arbeitsplätze in den anderen Industrien gleichzeitig sind. Rund 3,5 Millionen Beschäftigte sind in den stahlintensiven Branchen. Das ist nicht nur die Automobilindustrie, das ist der Fahrzeugbau, das ist der komplette Maschinenbau etc. Das hängt alles da dran. Und die bestellen den Stahl, den sie für ihre spezifischen Anlagen brauchen, in Deutschland. Meine Damen und Herren, es ist eigentlich eine Seltenheit, dass wir für eine Industriebranche einen Antrag machen. Das haben wir, soweit ich mich erinnern kann, in dieser Legislaturperiode noch nicht gemacht. Aber es ist berechtigt. Denn wir haben in dieser Branche durchaus Probleme. Und jetzt komme ich zu dem Thema China. Wir haben in China ein Land, was rund 152 Millionen Tonnen Stahl produziert. Die EU braucht im Jahr rund 112. Und das zeigt, dass da gewaltige Kapazitäten vorhanden sind und Überkapazitäten auf den Markt kommen. Ich wäre der Erste, der sagen würde, das sind die Konsequenzen von Markt und Globalisierung. Ja nun, aber die chinesische Stahlpolitik, die hat in meinen Augen nicht allzu viel mit Markt zu tun. Da ist kein Markt in dem Sinne, wie wir uns das vorstellen. Und deswegen ist es auch durchaus berechtigt, dass die EU Anti-Dumping-Verfahren gegen China eingeleitet hat. Ich finde es auch richtig, dass wir zum ersten Mal in Deutschland einen gemeinsamen Stahlaktionstag hatten, wo sich die Betriebsräte, die Mitarbeiter in den Betrieben zusammen mit ihren Gesellschaftern auf die Straße begeben haben, um zu zeigen, dass es notwendig ist, dass wir dort Veränderungen machen. Das tun wir auch. Und die Entscheidung, China den Marktwirtschaftsstatus einzuräumen, die wird wohl fallen müssen. Denn wir werden mit China weiter zusammenarbeiten und intensiv zusammenarbeiten. Ich darf daran erinnern, dass es auch für Deutschland ein gewaltiger Exportmarkt ist. Aber das Ganze muss zu fairen Bedingungen gehen. Das muss so sein, dass wir mit China auch oder an China Anforderungen stellen können, die zeigen, dass wir gemeinsam eine Marktwirtschaft haben wollen, mit der wir vernünftig zusammenarbeiten. Und da wird
der chinesische Politbüro lernen müssen, dass zur Marktwirtschaft auch gehört, dass unwirtschaftliche Einheiten aus dem Markt verschwinden. Daran wird man sich in China auch gewöhnen müssen. Bis jetzt fällt den Herrschaften das schwer. Der zweite Punkt, Hubertus Heil hat es schon angedeutet, aber ich will es noch ein bisschen deutlicher machen, ist das Thema Klimapolitik. Wir helfen dem Klima in der Welt überhaupt nicht, wenn wir Carbon Leakage organisieren, nämlich dass Produktionen aus Deutschland verschwinden und in anderen Ländern gemacht werden. Ich will nur wieder China erwähnen. In Deutschland wird eine Tonne Stahl mit rund 1.500 Kilogramm CO2-Ausstoß produziert. Das ist ein Durchschnittswert. Es gibt Stahlwerke, die sind noch ein Stück weit besser, aber nicht mehr viel. Viel mehr geht auch physikalisch nicht. In China wird die gleiche Tonne Stahl mit 2.200 Kilogramm CO2 produziert. Also mit rund einem Drittel mehr CO2. Und liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, dem CO2 ist es völlig egal, ob es in China in die Luft geschickt wird oder in Deutschland in die Luft geschickt wird, ist in der gleichen Klimawelt. Mit anderen Worten, je weniger bei uns produziert wird, desto mehr CO2 wird ausgestoßen. Das ist eine simple Tatsache, die sollten wir berücksichtigen. Nur, man darf es nicht übertreiben. Wenn wir unsere Stahlindustrie immer weiter treiben und ihnen sogar noch den besten Produzenten diese 10%-Regel wegnehmen wollen, wie der ein oder andere hier im Hohen Hause ja immer wieder von sich gibt, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn die Produktion hier weggeht. Und wenn die Produktion von uns nach Polen geht, von mir aus Sachsen nach Polen oder aus Nordrhein-Westfalen nach Belgien, dann ist dem Klima überhaupt nichts geholfen. Aber unserer Stahlindustrie gehen die Arbeitsplätze weg. Und das muss verhindert werden. Das wollen wir nicht. Und das Ganze gilt natürlich genauso, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, für den Bereich der Stromkosten. Die Stromkosten müssen wir im Griff behalten. Deswegen ist es wichtig, dass wir die Kuppelgase weiter ohne Belastung verstromen können. Denn es ist auch sinnvoll, dass Gase, die in dem Produktionsprozess entstehen, direkt in die Stromförderung bzw. Stromproduktion eingeleitet werden. Das ist Unsinn, das dann auch noch mit EEG-Kosten etc. belegen zu wollen. Das sollten wir schön lassen. Das muss so bleiben. Das müssen wir aber auch in den Beihilfeverfahren bei der EU durchsetzen. Das ist nämlich nicht eine Selbstverständlichkeit, dass das so bleibt. Der zweite Punkt ist aber auch, wir müssen die Gesamtstromkosten im Blick behalten. Denn die Stromkosten in Deutschland sind mit weitem Abstand die höchsten. Die Stahlstromkosten sind 30% höher, und ich gehe jetzt nicht nach China, sondern als Frankreich. Nur Frankreich ist schon 30% billiger als wir. Und da sollten wir uns mal Gedanken darüber machen, wie wir das verhindern. Und wenn wir dann an Amerika denken, an die USA denken, dann wird es besonders kritisch. Denn da ist die Produktion in Stahl und ähnlichen Faktoren durch die niedrigen Stromkosten um gerade mal ein Fünftel betragen die amerikanischen Stromkosten von unseren. Und das wird natürlich bedeuten am Ende des Tages, dass es in Amerika zu einer Reindustrialisierung in diesen Wirtschaftsbereichen kommt. Und das macht mir schon Sorge, denn wenn die Amerikaner uns da das ein oder andere Werk wegnehmen, sind die Arbeitsplätze hier weg und damit aber auch die Wertschöpfungskette. Und sobald das passiert, Frau Höhn, davon verstehen Sie nichts, das wissen wir ja. Aber denn die Wertschöpfungsketten, wenn die mal irgendwann weg sind, dann gehen ganze Branchen aus Deutschland raus, und das will ich verhindern, das müssen wir gemeinsam verhindern. Deswegen finde ich es gut, dass wir diesen gemeinsamen Stahlantrag heute machen, um der Industrie und der Wirtschaft zu zeigen, wir stehen zu ihr, wir wollen den Standort sichern, aber dazu gehört auch, dass wir sicherstellen, dass die Stromkosten in Deutschland in Schach und Proportion bleiben und dass wir die Klimakosten nicht nur auf die Stahlindustrie umlegen können. Die Kollegin Kerstin André erhält nun das Wort für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.